Wusstet ihr, dass wir zwei verschieden gefärbte Fettarten haben? Zum einen das eher unbeliebte, aber oft unübersehbare sogenannte weiße Fett, das eigentlich eher gelblich ist, aber was nahezu jeder von euch kennt. Das weiße Fett dient uns vorwiegend als evolutionär genialer Energiespeicher, hat aber den Nachteil, dass es im Übermaß für unsere Gesundheit auch schädlich sein kann. Und dann das sogenannte braune Fett, von dem Erwachsene eigentlich nicht mehr so viel haben, vorwiegend im Hals-Nacken-Bereich. Das braune Fett dient aber vor allem Säuglingen und Neugeborenen als Schutz vor Auskühlung. Denn das braune Fett verbrennt Kalorien oder genauer Fettsäuren. Und das ist für Säuglinge sehr wichtig, weil Säuglinge noch nicht genügend Muskeln haben, die ansonsten durch Zittern zur Wärmeproduktion beitragen könnten. Also, weißes Fett speichert Fett, braunes Fett verbrennt Fett.